Agiles Arbeiten gesund und erfolgreich gestalten. Wie geht das? Erfahrungen aus der Praxis zeigen Potenziale, Herausforderungen und Wege zum Gelingen. Kann eine 150 Jahre alte Bank agil arbeiten? Ja, sie kann. Es dauert nur etwas länger, als wenn sie ein Startup gründen. Was waren für Sie die größten Herausforderungen bei der Einführung von agilem Arbeiten? 150 Jahre heißt 150 Jahre Firmengeschichte, heißt 150 Jahre Kultur, die sich aufgebaut hat. Wir mussten die Menschen begleiten. Viele Kollegen hatten Verlustängste, ihren Status zu verlieren, den sie sich über Jahre aufgebaut hatten. Viele Führungskräfte waren einmal verloren und sagten, warum kann ich jetzt nicht mehr Entscheidungen treffen? Warum muss ich das Team fragen? Und viele Mitarbeiter hatten schlicht und ergreifend noch nie so viel Verantwortung übernehmen müssen wie bisher. Wie haben Sie diese Herausforderungen gemeistert? Mit zwei Dingen, mit Sprechen und mit Zeit. Mitarbeiter müssen begleitet werden, sie müssen sehr viel sprechen, sie müssen sehr viel erklären. Und das dauert halt. Auch wenn Agil für Schnelligkeit steht, ist die Umstellung auf agiles Arbeiten eben nichts, was von heute auf morgen geht, weil Menschen müssen ihr Verhalten verändern und Verhaltensveränderungen dauern halt. Wie haben Sie als Betriebsrat die Einführung von agilem Arbeiten unterstützt? Wir als Betriebsräte waren immer dabei, allerdings auch in anderen Formen, als Sie es bisher kennen. Das waren keine harten Verhandlungen, sondern wir haben einfach Ideen miteinander gesondert. Wir haben Regeln und Leitplanken festgelegt, die es den Menschen auch möglich machen, dort sicher zu arbeiten, die den Arbeitsschutz mit aufnehmen und die Gesundheitsgefahren der Selbstüberlastung auch ausschließen können. Und Regeln heißt natürlich, am langen Ende standen dann doch wieder eine Betriebsvereinbarung. Und wir werden sie sicherlich nochmal überarbeiten, weil agil arbeiten heißt auch aus Fehlern relativ schnell lernen, Dinge, die schlecht laufen, zur Seite stellen. Und das gilt dann auch für die Vertragsgestaltung mit dem Arbeitgeber. Darin sind wir uns sehr einig und das lief bis jetzt auch richtig gut in den Verhandlungen. Was sind für Sie die wichtigsten Vorteile beim agilen Arbeiten? Für die Bank ein Riesenvorteil, man bekommt schneller Ergebnisse. Nicht unbedingt Riesenergebnisse, wie wir sie früher hatten, wenn sie 2 Jahre auf dem Projekt gearbeitet hatten, hatten sie hinten einen Riesen-Rollout. Unter Umständen mit einem Ergebnis, was vor 3 Jahren gut war, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und für die Mitarbeiter, sie arbeiten deutlich selbstbestimmter, sie haben deutlich direkteren Einfluss darauf, was sie wann wie machen. Das sind die positiven Seiten. Was läuft bei Ihnen im Unternehmen noch nicht ganz rund? Wir sind immer noch auf dem Weg in eine echte agile Welt. Es gibt Bereiche, da läuft das schon richtig gut. Da können Führungskräfte loslassen, da arbeiten Mitarbeiter selbstbestimmt. Aber es gibt auch noch die anderen Bereiche, wo Führungskräfte halt immer noch relativ stark in Teams bis auf Mikroebene hineinregieren wollen, in denen Teams noch nicht so ausgestattet sind, dass IT und Fachseite wirklich so gleichberechtigt nebeneinander stehen, wie es eigentlich im agilen Bereich sein sollte. Da gibt es noch viel zu tun und wir sind noch lange nicht da, wo wir hin sollen. Wo sehen Sie Potenzial zur Verbesserung? Führungskräfte müssen loslassen, Führungskräfte müssen Vertrauen zu ihren Mitarbeitern haben. Mitarbeiter müssen noch stärker ein eigenes Selbstbewusstsein aufbauen. Gerade was den Arbeitsschutz angeht, die Frage der interessierten Selbstgefährdung an der Stelle, also der Selbstausbeutung, weil ich einfach zu viel mache im Homeoffice, ist bei uns eine sehr offene Frage, wo wir unsere Hausaufgaben noch machen müssen. Was möchten Sie anderen Unternehmen mitgeben, die sich auf den Weg zum agilen Arbeiten machen? Als Arbeitgeber werden Sie agil nur erfolgreich sein, wenn Sie Verantwortung abgeben. Meinen Kollegen als Betriebsräten möchte ich sagen, liebe Kollegen, lasst euch drauf ein. Agiles Arbeiten heißt mehr Freiheit für den Einzelnen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen. Da bekommen Mitarbeiter mehr. Und wenn Arbeitnehmer mehr bekommen, ist es eigentlich für uns als Betriebsräte immer eine tolle Sache, wenn wir sie dabei begleiten können. Weitere Informationen, Erfahrungsberichte oder auch Materialien rund um die gesundheitsgerechte Einführung und Gestaltung von agilem Arbeiten finden Sie im Certo-Portal der VBG oder den hier eingeblendeten Links.